Hallo liebe Handy-Insider, heute testen wir das Honor View 10. Das neue Smartphone hat sehr ähnliche Specs mit dem Huawei Mate 10 Pro. Honor möchte für sein Gerät aber nur 500 Euro haben. Wie gleich oder ungleich die beiden Zwillinge sind und ob das neue Gerät sein Geld wert ist, das erfahrt ihr in diesem Test. Für mehr solcher Testvideos abonniert doch einfach unseren Kanal Inside Handy und lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das Honor View 10 verbindet neue Trends und alte Errungenschaften. So kommt ein knapp 6 Zoll großes 18:9 Display zum Einsatz. Wie beim Huawei Mate 10 Pro beträgt die Auflösung nur Full HD+. Technologisch gesehen ist das Panel nicht auf dem neuesten Stand, aber das fällt kaum auf. Insgesamt gibt es an der Anzeige des Honor View 10 nur wenig zu mäkeln und es ist durchaus auf dem Niveau anderer, wesentlich teurerer Flaggschiffe. Ähnliches gilt auch für das Design und die Verarbeitung des Honor View 10. Das Gehäuse des Smartphones besteht vorrangig aus Metall. Aufregend oder hip designt ist es nicht. Es überzeugt eher durch solide und stimmige Gefälligkeit. Besonders gut gefallen hat uns, dass der Fingerabdrucksensor sich trotz 18:9 Display auf der Vorderseite befindet. Das können sich gerne einige Hersteller in Zukunft abschauen. Eher unschön, die scharfkantigen und hervorstehenden Kameramodule auf der Rückseite. Sie sorgen für eine Schieflage, wenn man das Handy ablegen möchte. Noch ein Wort zur Rückseite. Auch beim Honor View 10 kommt schnell wieder das Putztuch zum Einsatz. Fingerabdrücke sind hier an der Tagesordnung. Das Honor View 10 stieg mit beeindruckenden Werten in den Testparcours ein. So kommt der aktuelle Huawei Kirin 970 Prozessor, unterstützt von satten 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicherplatz zum Einsatz. Im Benchmark-Test konnte das View 10 einen beeindruckenden Wert von 175.808 Punkten erreichen. Damit ist es besser als das Samsung Galaxy S8. Für den großen Bruder, das Huawei Mate 10 Pro, hat es jedoch nicht ganz gereicht. Abseits der Leistung muss sich das neue Honor-Handy jedoch auch Kritik gefallen lassen. So verfügt das Handy über keine IP-Zertifizierung und auch die neue Gesichtserkennung funktioniert in der Praxis mehr schlecht als recht. Hier ist der gute alte Fingerabdrucksensor eher das Mittel der Wahl. Ebenfalls zu kritisieren ist die Bloatware, die der Hersteller auf seinem Handy vorinstalliert. Von diesen Apps lässt sich nur ein Teil deinstallieren. Der Rest ist verpflichtend auf dem Handy. Das Honor View 10 ist übrigens einer der ersten Huawei-Smartphones, das mit Android 8 Oreo und EMUI 8.0 auf den Markt kommt. Honor vertraut im View 10 einer Dualkamera, die auf einen 20-Megapixel-Monochrom-Sensor und einen 16-Megapixel-Sensor für die RGB-Aufnahmen setzt. Die hintergründige Software bastelt aus den beiden Bildern dann ein Gesamtbild zusammen. Die Kamera des Honor View 10 beinhaltet zahlreiche Modi und Zusatzfunktionen. Die dazugehörige App ist schlüssig aufgebaut. Leider fehlt der Kamera jedoch ein optischer Bildstabilisator. Insgesamt gibt es an den Modulen des View 10 wenig auszusetzen. Aber im Gegensatz zum Mate 10 Pro kann die Dualkamera des Honor Handys nicht mithalten. Hier ist der große Bruder einfach einen Tick besser. Gerade einmal 500 Euro verlangt Honor für das View 10. Zum Vergleich, das sehr ähnliche Mate 10 Pro startet mit einer UVP von knapp 800 Euro. Ein Flaggschiff für so wenig Geld anzubieten, das hat sich bisher nur OnePlus getraut. Hinzu kommt, dass Honor-Handys erfahrungsgemäß schnell an Wert verlieren. Ob das beim Honor View 10 auch der Fall ist, muss sich zeigen. Für Sparfüchse ist das Gerät aber auf jeden Fall einen Blick wert. Das Honor View 10 ist der verspätete Preis-Leistungskönig des Jahres 2017. Für gerade einmal 500 Euro gibt es ein modisches Display, hervorragende Leistung und gute Bedienbarkeit. Dennoch gibt es auch ein paar Kritikpunkte, wie zum Beispiel die nicht so richtig funktionierende Gesichtserkennung und die vorinstallierte Bloatware. Dennoch, das Honor View 10 ist ein Handy, das vor allem Nutzer anspricht, die preisbewusst sind, aber nicht auf Top-Smartphone-Features verzichten wollen.
Wer nicht auf die Marke Honor steht, der kann auch direkt zum Huawei Mate 10 Pro greifen. Dort hat er auch dann die bessere Kamera. Mein Name ist David und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.